Ja, hallo, mein Name ist Matthias Machwerk, ich bin Autor und Kabarettist. Ich spiele hier regelmäßig im Dresdner Comedy- und Theaterclub. Ich mache Theaterstücke, ich schreibe für andere Künstler und ich mache auch schöne Hörspiele für Kinder. Und ich zeige euch heute mal, wo all diese Ideen für diese Stücke herkommen. Das ist meine Wohnung, ein Teil davon, und hier arbeite ich. So, hier sind wir in meinem wunderbaren Lager. Hier gibt es die CDs, die wir brauchen. Kindersachen, Kinder-CDs, wunderbar. Dann Ordnung, viel Ordnung. Dann meine wunderbaren Bücher. Ich habe ganz tolle Bücher. Und natürlich meine Plakate. Ich brauche sehr viel Plakate. Zudem habe ich natürlich für meine Ex dann auch noch etwas Schönes. Sie hatte Katzen und da habe ich mir immer das Ding übergezogen. Wisst ihr, Humor ist so wichtig. Er kann Beziehungen festigen, er kann den Alltag würzen, er ist so eine Art Airbag des Lebens. Deshalb lacht, hab Spaß, Albert rum. Die ernsten Seiten des Lebens kommen von ganz alleine. Kinder lachen angeblich am Tag 400 Mal. Ne? Ja, wahrscheinlich heulen die auch 600 Mal. Wir Erwachsenen angeblich nur noch so 15 Mal. Uns ist einfach das Kindliche verloren gegangen. Wobei man sagen muss, viele Männer sind ja Kind geblieben. Es gibt eine ganze Menge Männer, die haben schon Modelleisenbahnen. Es gibt auch Männer, die machen Klingelstreiche. Kennen Sie? Klingeln, weglaufen. Kennt man von vielen Kurierdiensten. Wobei man sagen muss, Männer und Humor geht oft gar nicht. Männer können oft gar nicht lachen. Wie oft habe ich in meiner Veranstaltung Männer, die so drinnen sitzen und so... Hey, das ist witzig. Das ist witzig. Ich meine, Schadenfreude funktioniert immer. Selbst Affen lachen sich schlapp, wenn der Nachbar-Bimbo vom Baum fällt. Gut, viele sagen es, ja, okay, ich hab ja gar keinen Affen zu Hause. Das würde ich so nicht sagen. Schauen Sie mal ins Gesicht Ihres Partners. Männer sehen zum Beispiel sehr witzig aus, wenn sie einen, sag mal, sexuellen Höhepunkt ansteuern. Also einige sehen aus, wenn sie mal den Löffel abgeben würden. Und ganz ehrlich, bei einigen ist es auch so. Die kommen nicht, die gehen. Wobei ich sagen muss, der Humor der Frauen wird auch immer schlimmer. Neulich habe ich gelesen, was ist ein Mann zwischen zwei Frauen? Da stand Bildungslücke. Und der war noch schlimmer. Da stand, warum schwitzt ein 50-Jähriger zwischen dem ersten und dem zweiten Akt? Da stand, weil der Sommer dazwischen ist. Wobei ich sagen muss, mein Humor mag auch nicht jeder. Neulich saß bei mir eine Frau im Auto. Gespräch ist nicht gut gelaufen. Da sagte ich, Matthias, bring mal etwas von deinem Humor rein. Hat sie sich die Lippen nachgezogen, bin ich extra durch ein Schlagloch gefahren. Also, ich habe gelacht. Dabei ist ja Lachen total gesund. Es gibt Ärzte, die haben herausgefunden, 3 Minuten herzhaftes Lachen bringt gesundheitlich genauso viel wie 15 Minuten Joggen. Geil, oder? Bevor ich jetzt joggen gehe, setze mich doch lieber in den Stadtpark und lache über die Jogger. 15 Minuten Lachen verbrennt man angeblich ungefähr 160 Kalorien. Das ist ein kleines Stück Kuchen. Ihr kennt den Spruch, der quatscht mir ein Schnitzel ans Ohr. Jetzt könnt ihr sagen, ich lache mir eine Eierschecke aus dem Hals. Ich mache ja nicht nur Comedy, ich mache ja auch Kabarett und Satire. Und deshalb möchte ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus einem Rap von mir vorstellen. Wir glauben nicht mehr, die Kirchen sind leer, aber Heiler Gurus folgen wir. Flüchtlinge frieren, sie warten vom Tor, wir leiden auch vom Apple Store. Wir meckern und schimpfen, wir haben es so schwer, deshalb wollen viele hierher. Das Abendland christlich, man bellt in die Nacht, doch christlich als Helden hat man wieder nicht gedacht. Die Fremden kommen aus fernen Zeiten, leben sie mit uns oder wollen sie nur bleiben? Selbstmordterroristen sind dumme Schweine, suchen Frauen im Himmel, denn hier kriegen sie keine. Angst macht Hilfe, wir hetzen voll Hass, Panik und Shitstopp und fehlt jedes Maß. Toleranz ist schwer, Akzeptanz ist nicht leicht, einfaches Denken in Schwarz und Weiß. Demokratie fordert, doch wir sind so satt, AfD und Le Pen, so wählen wir sie ab. Danach folgen Bauern, die den Köpfen
Forschung sind, das hatten wir schon. Sind wir denn blind? Seit 1000 Jahren sind wir auf Erden. Wann werden wir endlich zum Menschen werden? Ihr wollt eure Ruhe, ich will gar nicht stören. Ich kann auch nicht rappen, aber vielleicht könnt ihr mich hören. Und jetzt möchte ich euch noch einen ganz neuen, brandneuen Text vorstellen. Ich muss den leider vorlesen, weil ich den selber noch nicht wirklich drauf habe. An was wir alles glauben. Wir glauben an einmalige Schnäppchen und den einen Prinzen. An hochbegabte Kinder, lächelnde Delfine, an Diäten, Verschwörungen, den starken Führer und an ein deutsches Weltklima. Deshalb sollen wir jetzt auch mehr sparen, weniger fahren und die Ökobilanz verbessern. Heizpilze und elektrische Brotschneider sind jetzt out. Luftmatratzen soll man jetzt wieder selber mit dem Mund aufpusten. Klar fallen einige Wohlstandsviertel beim Luftholen in Ohnmacht. Na und? Wer weniger atmet, verbraucht weniger Sauerstoff. Super Ökobilanz. Und es ist ja was möglich, man kann was machen. Seit Jahrhunderten wird zum Beispiel jeden Morgen das Schlafzimmer gelüftet. So geht das nicht mehr. Wisst ihr, wie viel Wärme und Methangas da verloren geht? Überall sammelt man Biogas, aber wir machen die Fenster auf. Selbst beim Sex ist einiges möglich. Da kann man auch sparen. Wisst ihr, so ein Vorspiel ist total unökologisch. Kerzen, Musik, Heizung an. Hey, wer ökologisch sein will, muss verzichten können. Hallo du da, ich find dich nett, Licht aus, ab ins Bett. Zur Verbesserung der Ökobilanz sollen wir jetzt auch mehr einheimische Produkte kaufen. Warum Bananen? Gurken tun's auch. Wisst ihr, zu DDR-Zeiten gab es nur einheimische Produkte. Äpfel aus Sachsen galten damals schon als Südfrüchte. Selbst Apfelsinen aus Kuba schmecken irgendwie nach Osten. Da gab es auch keine Wegwerfbecher. Aus Senfgläsern wurde später noch getrunken. Autos wurden so lange gefahren, bis sie wirklich Schrott waren. Socken wurden noch gestopft. Lametta wurde wieder aufgesammelt. Aus dem Stoff für Hemden machte man gleichzeitig auch Beutel. Ja! Wobei der Unterschied zwischen Beutel und Hemd war auch nicht so groß. Nachhaltigkeit ist für uns Ossi nichts Neues. Selbst die schlechtesten Parteichefs blieben ewig. Damals wurde nichts weggeworfen. Im Müll gab es keine abgelaufenen Lebensmittel. Schimmel auf dem Käse wurde weggekratzt. Alte Wurst kam in die Sojanka. Ja, früher war noch vieles anders. Nachhaltiger. Meine Großeltern sammelten noch Rüben auf dem Feld nach. Meine Mutter machte aus Butterblumen noch Honig. Wir Kinder fuhren damals mit dem Fahrrad in den Wald, um Himbeeren zu sammeln. Ja, da gab es auch kein Insektensterben. Mücken und Bremsen hatten genug Nahrung. Die brauchten im Wald nur zu warten. Essen auf Rädern hatte damals noch eine ganz andere Bedeutung. Wisst ihr, die heutige Jugend will uns das von Ökologie erzählen. Ist okay, ich höre auch gerne zu. Nur, die sollen erstmal selber wieder in den Wald gehen. Was, Wald? Nee, ey, Alter, ey, Dicker, nee. Wikipedia sagt, ist krass gefährlich. Zecken, Wölfe und nix WLAN. Nein, die Jugend rast lieber mit Elektroroller durch die Fußgängerzone und nach der Freitagsdemo schmeißen sie die Schilder in die Büsche, weil es mit dem Flieger auf Klassenfahrt nach London geht. Ich meine, ich glaube ja auch, dass wir uns ändern müssen. Ich glaube auch, dass wir nachhaltiger leben sollten. Ich glaube aber auch, dass die Zerstörung der deutschen Autoindustrie das Weltklima eben nicht retten wird. Klar haben wir dann ein anderes Klima bei uns im Land. Na, das haben wir. Und dann werden wir sicher noch mehr sparen. Weil früher sparte man vor allem aus einem Grund. Aus der Not heraus.
Pfft.